Was hat der Camper dir getan? Was für ein Assi-Move. Lass den doch spielen, wie er will. Es ist Battlefield, da gehört Campen als Sniper dazu. Ich hätte dich gleich gemeldet. Ich hätte dich gleich gemeldet. Das echt nicht dein Ernst mit der Mummkiste. Finde ich immer wieder lächerlich, wie man einen Sniper als Camper bezeichnet. Dafür ist die Klasse da und genau das macht ein Sniper aus. You serious? Was soll er deiner Meinung nach machen? Als Sniper in Nahkampf gehen und QS spielen? Yes! 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 Die Aufklärer sind mit ihren Bewegungsmeldern ja auch ganz vorne an der Front sehr nützlich. Fand deine Witz eigentlich bis jetzt ganz cool, aber dafür gibt's nen Daumen nach unten. Wie schon weiter unten jemand sagte, lass ihn doch so spielen und gut, versteh echt nett, warum man die Leute da so trollen muss. Aber dem eigenen Team damit die Tickets zu nehmen ist Teamplay. Punkt. Wer bist du, dass du anderen erklärst, wie sie spielen? Bisher fand ich deine Videos gut, werde es mir in Zukunft kritischer ansehen. Also Teamplay hast du nicht verstanden. Dieser hier hat es aber verstanden. Klar. Das hat echt gut getan. Hallo fleißiger Battlefield-Zuschauer und willkommen zurück zu einem neuen Informationsvideo rund um Battlefield 2042. Woche 3 ist es und somit gibt es auch neue wöchentliche Missionen, die du nun jetzt freischalten kannst, um Battlepunkte zu bekommen, um damit natürlich den Battle Pass so schnell wie möglich hochzuklettern. Also schau jetzt einfach unter Battle Pass unter wöchentliche Missionen und dort findest du die ganzen Aufgaben. Somit gibt es auch neue Playlisten. Einmal gibt es unter Conquest eine Playlist für 64 Mann, dann unter Breakthrough findest du Infantry Breakthrough, also ohne Fahrzeuge und schnelleren Movement. Unter Portal findest du 1942, Battlefield 3, Bad Company 2, also eine Playlist, wo du alle Ära spielen kannst auf Conquest und Rush. Und weiter hinaus gibt es natürlich auch einen Community-Modus und zwar Sniper Free for All. Ich denke mal, dass das hier Sniper Oli sein wird mit Team Deathmatch gemischt. Aber warte mal, das ist ja dann Sniper Oli, das heißt, der Sniper darf ja nicht in den Nahkampf gehen, der muss ja irgendwo campen, das heißt, das ist eigentlich Camper Team Deathmatch. Finde ich immer wieder lächerlich, wie man einen Sniper als Camper bezeichnet. Dafür ist die Klasse da und genau das macht ein Sniper aus. Neue Spieler aufgepasst. Nun gibt es den neuen Shortcut Kit im Ingame Store von Battlefield 2042. Ich kann leider nicht einsehen, wie viel er kostet, denn ich besitze die ganzen Sachen schon. Schau mal einfach gerne in den Ingame Store und guck mal, wie teuer es ist. Wenn es nicht zu teuer ist, dann hol's dir, denn wenn du zum Beispiel Season 1, 2, 3 und 4 nicht gespielt hast und dir dadurch die natürlich die Waffen und Fahrzeuge fehlen, die du nicht freischalten konntest, kannst du es nun jetzt in diesem Kit machen. Natürlich musst du dafür leider Geld ausgeben, aber das lohnt sich auf jeden Fall, wenn du alle Fahrzeuge und Waffen haben möchtest. Wenn du EA Play Mitglied bist, kannst du vom 1. Juli bis zum 1. August diesen Skin für Falk freischalten. Ich weiß, das dauert noch ein bisschen bis dorthin, aber nur, dass du schon mal informiert bist. Also, EA Play Mitglieder können diese ganze Sache kostenlos freischalten vom 1. Juli bis zum 1. August. DICE veröffentlichte vor kurzem Oli in Battlefield Momente von der Community aus. Auf Twitter gibt's die ganze Sache einzusehen. Für die Leute, die kein Twitter haben, habe ich gedacht, ich nehme das mit ins Video und damit gibt es auch eigentlich kaum noch mehr Informationen zum aktuellen Zeitpunkt. Vergesst nicht, morgen am Mittwoch, am 21. erscheint das kleine Update, wo auch die M68 genervt wird, sowie auch andere Änderungen durchgeführt werden. Wir sehen uns spätestens in einem neuen Video und jetzt genießt die Oli in Battlefield Momente. Over one. No, I missed him.